Heute sind wir in Pula unterwegs. Das ist das Wahrzeichen von Pula, das Amphitheater. Es entstand ein Jahrhundert nach Christus und ist mit seinen Abmaßen von 133 Metern mal 105 Meter das sechstgrößte Amphitheater der Welt. Heute werden im Amphitheater immer wieder Konzerte dargeboten, bietet Platz für ca. 5000 Besucher. Eine sehr eindrucksvolle Kulisse. Die Stimmen aus dem Hintergrund waren natürlich von den Ladies, die nichts Besseres zu tun hatten, als mal wieder Fotos zu machen vor dieser Kulisse. Wir sparen uns jetzt mal den Eintritt in das Amphitheater und gehen rechts entlang. Dort kann man auch dann einen schönen Einblick in das Amphitheater erhaschen. Gehen wir erstmal Richtung Innenstadt und gucken dort mal weiter nach Sehenswürdigkeit. Bei gefühlten 35 Grad geht's weiter. Die Familie ist schon wie immer begeistert. Weiter! Wenn sie nicht sehen, das sehen sie. Oh, das ist der Triumphbogen der Siegerfamilie. Jameson Irish Whiskey. Es gibt insgesamt drei Stadttore in Pula, die noch alle vollständig erhalten sind. Und das ist ein Teil der Stadtmauer. Jetzt meine Family erstmal wieder ein bisschen bei Laune halten. Das heißt, eine Runde McDonald's. Da drüben. So, frisch gestärkt geht's jetzt weiter. Über von den Triumphbogen geht es in Richtung Markthalle. Frauen mit Shoppen die Zeit verbringen, gucken wir mal dahin. Die Markthalle wurde aus Guss und Glas gebaut. Wir gucken jetzt aber mal rein. Wir sind ja die Nebeneingänge hochgegangen. So sieht die alte Markthalle dann von vorne aus. Während hier noch ein paar Fotos geschossen werden, geht unsere Tour weiter durch das Stadttor in die Fußgängerzone. Weiter geht's. Ein bisschen versteckt. Die Schilder. Da geht's lang. Wollen wir mal gucken. Ah, okay. Ein bisschen sehr versteckt. Hinten mal ein Parkplatz. 1959 tauchte das Mosaik auf beim Bau eines Wohnhauses. Es ist 12 mal 6 Meter groß. Und hat einst die Villa, eine römische Villa, geschmückt. Ein absoluter Sensationsfund. Guck mal, links ist so ein Speer, rechts sind die drauf.
Könnte das ein Schild sein, ne? Doch, eine Frau. Doch, eine Frau. Ich habe einen Bogen gesehen. Lang der Fußgängerzone geht's dann zum Augustustempel. Der heißt Augustustempel, Franz. Sie hat gesagt Bürgermeister. Ich hab gewartet. Ich weiß, was ist. Augustustempel. Befindet sich eine Ausstellung mit Stein- und Bronzestatuen. Geht noch erst vorher. Das Nebenhaus hier. ...1296 erbaute Rathaus ist das. So, vorbei an der Kathedrale, durch die kleinen Gassen, geht's jetzt wieder Richtung Auto zum Amphitheater. Wieder findet man hier Ausgrabungsstätten, wenn irgendwo mal angefangen wurde zu bauen. Da geht unser Weg weiter. Hafen entlang und dann sind wir auch schon beim Parkplatz. Das war's von Kula. Da ist die Arena. Da ist der Hafen. Und da ist meine angenervte Familie. So, wir machen Fotos. Ja. Von nackten Männern. Tag bin ich bei Facebook drin. Ich poste mein ganzes Leben dorthin. Jeder sieht, was ich grad mach und wo ich bin. Log dich ein und drück auf. Gefällt mir.